Oh mein Gott, ein Wunder. So, dann gehe ich mal hier hinten hin und wechsle mal auf Virion und greife dich mal an, ne? Mit dem Silberbogen. Solltest du sterben, selber schuld. Wenn nicht, dann kann ein anderer das Level abbekommen. Na, wobei du es... Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht wahr. Okay, zoom hier. Wobei, erstmal schauen. Was? Schlon zu. Beziehungsweise, besser noch, Taya darf den Typen umhauen. Dazu verwende ich extra Silica Sturm. Viermal Trefferchance mit 98%. Das sollte irgendwie klappen, oder? Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir sind so durch. Ich bin so durch. Bin volle Kanne durch. So, wollen wir Gaius? Gaius ist da. Den packe ich mal auf wen anders drauf. Tauschen. Sumia geht zu... Moment. Wechseln. Oh, wobei, doof. Und solange es nicht sicher ist und ich nicht weiß, dass er irgendwann noch was spawnt, bin ich absolut, 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 absolut nicht sicher. Wow, wir haben schon 16 Uhr. Wow. So, da brauchen wir nicht sammeln. Sammeln. Trennen. Und einmal... Wie viel KP hast du? 30, das solltest du überleben. Auch alles, was reinkommt, solltest du überleben. Du bist schnell. Wehe. Leck mich, Spiel. Du bist ein Arschloch. Dankeschön, du hast gefehlt. Und einmal getroffen. Holy fuck. Im Ernst? Das Spiel ist ein Arschloch. Das Spiel ist ein Arschloch. Er überlebt sogar noch einen Rapier-Angriff. Ha. Krass, der Typ. Ja, doof. Zum Glück habe ich hier oben zugestellt. Wer weiß, was rausgekommen wäre. Aber ihr beiden könnt schon mal nach da oben. Und... Wechseln. 7, 8, ah, wir bleiben so. Du gehst mal nach vorne, greifst den Typen mal an. Im Silberbogen. Himmels Willen, dass er. Ich habe gerade gedacht. Dumme Idee eigentlich. Oh, er hat überlebt. Wahnsinn. Na, er wird schon nichts machen können. Ich hab echt gedacht, das ist eigentlich total die dumme Idee, da jetzt zu wechseln. Wer weiß, ich meine, welchen Zug wir jetzt sind. Hm, als ob jetzt irgendwas noch spawnt. Ha, 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 ist gemein. Das Spiel ist zu gemein zu mir. Und warten. Ich will jetzt nichts Großartiges mehr riskieren da unten. Was ich aber riskieren will, ist, dass ich Novi rüberziehe. Ja, Novi kommt darüber und wartet. Und der Rest kann auch einfach mal stehen bleiben. Wobei. Stabrettung. Ich würde gerne da hinten die beiden retten, unbedingt. Mist, hätte ich Novi nicht gezogen. Hätte ich die beiden da hinten retten können. Nein, wie doof. Wechseln, Vorrat-Items, Rapier, wechseln, Items, Arkuslicht, warten. Der wird mich jetzt aber nicht töten, das ist unmöglich. Um Himmels Willen. Es spawnt keiner, aber der wird geheilt da unten. Ja, so ein Lappen, ey. Und abgewehrt. Sehr schön. Oh, wow. 14 Schaden. Das ist ein Lappen. Er trifft. Das Level ist verhext. Das ist ein Witz.
Ein großer, großer Witz. Okay, Gaius. Zeit, an die Truhe zu gehen. Meistersiegel. Ey. Zwei verbraten, eins bekommen. Okay. Lonzu. Schlitz. Slash. Schlitz. Er hat überlebt. Zum einen. Zum anderen. Verfehlter. Halleluja. Lonzu. Im Ernst. Junge. Erst töten. Dann abwischen. Nicht abwischen, dann töten. Mann, dass er es nicht lernt. Auch immer sicher gehen, hier an der Wand stehen und Typen angreifen. Wird ihn töten. Ist mir sicher. Ist mir nur lieb. So macht man das. Nicht so wie du, du Schlonzu, du, ey. Langsam passt der Name sogar wirklich. Schlonzu. Level 3 KP, Stärke, Fähigkeit, Verteidigung, Resistenz. Lustigerweise, das Kapitel. Der Versuch mit den schlechtesten Level-Ups, der ist der aktivste und beste, den ich bekomme. Haha. Ich glaube ja auch wirklich, dass jetzt alles fertig sein sollte, oder? Uiuiuiui. Immer noch Virion zurück, bevor ja irgendwie irgendwas großartig Böses passiert noch. Ich habe nämlich jetzt gerade ein bisschen Panik noch. So. Warten. Ende. Nichts passiert. Truhe. 10.000 Gold. Sehr schön. Neue Sachen. Yay. Items. Moment. Stab. Heilung. Auf Virion. Können wir wegdrücken. Gibt kein Level ab. Wahnsinn. Ihr beiden könnt euch gegenseitig eigentlich mal heilen später. Oh, da hoch. Wechseln. Oh, wer macht den Kill, ist die Frage. Kein Fall Chrom. Der ist kaputt. Und warten. Sehr schön, sehr schön. Das wäre das gewesen hier. Sechs Beweglichkeit. Du hast 8 Beweglichkeit. Naja, wenn ich nur da hinten hinkommen würde. Vielleicht kommt er ja hin. Haha. Tauschen. Gaius geht zu Novi. Du wartest. Dann einmal hier. Dann einmal tauschen. Gaius zu Cordelia. Warten. Dann einmal hier oben entlang. Ach, was soll's. Gehen wir hier unten lang. Warten. Und vorsichtshalber noch hier zustellen, bevor da irgendwas spawnt. Ich weiß ja, ey. Gegnerphase. Nichts gespawnt. Vorsichtshalber wieder zustellen. Weil ich will echt nichts riskieren. Das wäre mir echt zu doof. Dann mal wechseln. Falls irgendwas rauskommt mit Priorität. Bla bla. Ihr wisst schon. Den ganzen Kram, den ich nicht mag. Und Ende. Gut, ist nichts gespawnt. Dann an die Truhe. Stiefel. Stiefel erhöhen Beweglichkeit um 2. Das heißt, Beweglichkeit von Gaius momentan ist 7. Und er hat eine Fähigkeit, die Bewegung plus 1 heißt. Er wäre dann momentan auf 9. Und man kann Charaktere das Ding geben und die werden ultra krank. Das sollte man am besten, glaube ich, auf den Heiler geben. Oder auf den Tänzer. Tänzer werden wahrscheinlich gar nicht mal so scheiße. So, dann einmal hier vorne zustellen. Das ist YOLO-Gedingse. Wer bekommt denn das Gespräch? Könnt ihr euch beiden ins Gespräch schicken? Ihr stellt ihn mal zu. Wartet. Und Ende. Okay, nichts gespawnt. Ah, dann haben wir alles durch. So, dann muss ich jetzt nur noch zum Ziel hin. Das Ziel lautet das Glitzerfeld da oben und dann sind wir durch. Komplett durch. Du heilige Scheiße, wir haben es geschafft.
Das heißt, ich werde jemanden noch mitnehmen. Ja, ihr beide. Da oben. Können wir sammeln. Ihr beiden nach da oben. Und du da hinten hin. Und du nach da. Und vorsichtshalber. Gut. So, ihr aufs Glitterfeld. Da machen wir aber auf Taya. Oh mein Gott. Eine perfekte Voodoo-Puppe. Ugh. Oh. Ich dachte, irgendwas ist ein Item oder so. Nee. So, dann hier hoch. Hier noch hier hoch. Oder besser hier vorne hin. Will hier alles zustellen. Vorsicht vor den Wänden. Denn die Wände haben Ohren. Gegner. Nichts gespawnt. Gut, ich kann jetzt echt davon ausgehen, dass jetzt nichts mehr passiert. Gut. So. Jetzt schaue ich mal kurz. Wer bekommt das Level ab? Wer soll es bekommen? Am besten wäre Novi. Wenn Novi das Level abbekommen würde... Oh, müsste sie erstmal treffen. Aua. Aua, aua, aua. Das wird, glaube ich, nichts werden. Palne könnte es machen. Palne hat auch eine gute Trefferchance. Und macht zusätzlichen Schaden auf sie. Aber ich ziehe erstmal alle Leute hier rein. Sortieren kann ich ja nachher. Liege auf Kalen noch. Der ist auch schon eine ganze Weile verwundet, ne? Hm. Boah, ich bin ja froh, dass es keinen Blutungseffekt gibt in dem Spiel. Charaktere bluten aus, weil sie verwundet sind und nicht geheilt werden. Huch, das wäre ein bisschen... Ich finde das ja ein bisschen heftig. Aber lustig. Wir müssen sich mal durch den Kopf gehen lassen. Wie auch immer. Level 2. Cordelia. Stärke Magie für... Moment, KP, Stärke Magie, Glück und Resistenz. Oh, okay. Und ihr beiden... Na, was soll's. Kommt auch schon mal ran. So, wer hat hier Rettungsstab? Du hast Rettungsstab. Du hast aber absolut kein Magie. Du hast die Magie. Aber nicht den Stab. Du hast den Stab auch nicht. Du hast den Stab. Das heißt, einmal wechseln, einmal Stab, einmal Rettung. Alles, was Erfahrungspunkte gibt, ne? Kennt man ja, kennt man ja. Level 4, KP Stärke. Ach, Stärke, KP-Fähigkeit und Verteidigung. Und dann einmal schauen. 225. Überlebt sie und macht uns ein bisschen Schaden. Wir machen nur einmal Schaden mit Bestienstein, weil er nur eine Aufladung hat. Okay. Langbogen. Okay. Könnte ich machen. Ich bin doof, dass der Stärkungsstark nur noch drei Aufladungen hat. Das ist ein bisschen Verschwendung. Was soll ich denn machen, ne? Was soll ich denn machen? Bestientöter ist Kill. Mhm, aber sie tötet uns auch. Ich könnte Gaius mal angreifen lassen. Silberschwert, Schnitter, Stahldingens. Ich möchte aber ungern, dass jetzt irgendwas großartig Böses passiert hier. Einmal alle ausbreiten. Schauen wir, kann wo was machen. So, Lonzu. Könnte sich den Kill holen. Wieso haben die erst B-Rang zusammen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nope. Du alleine
Mach's einfach 24. Nimm's mal mit, ne? Im Namen des Oberers, ihr werdet diese Feste niemals einnehmen, weh. Wie auch immer, Mädel. Klaue. Ah, trist. Okay. Messenschein ist kaputt. Ist mir egal. Wer bekommt das? Schau mal, wirklich ruhig. Sumia könnte es benötigen. Novi braucht es eigentlich am dringendsten. Mitunter. Gaius könnte angreifen. Bisschen Schaden machen. Er darf mal angreifen. Wie die jeden trifft, ey. Wie die einfach jeden trifft. So, Chrom könnte angreifen. Hoffentlich verfehlen. Nur für den Text wegen. Glaslanze. Aber wird gedoppelt. Gott, die hat eine Geschwindigkeit 28, ey. Wahnsinn. Tauschen auf Cordelia. So, dann schaue ich mal kurz mit Novi nach. 15, wenn sie trifft. Wenn nicht, dann hat sie trotzdem eine Überlebenschance. Überlebenschance. Und wie viel waren von da? Auch 61. Nehmen wir Cordelia mal die Waffe da weg. Bisschen Töter, den muss nicht unbedingt anhaben. Nehmen wir einen Langspeer. Sag mal, 16 sind 32. 61%. Ich meine, Gegner treffen damit und ich so. Mal schauen. Und. Jawohl. Ja, schön. Lustigerweise der erste Versuch heute, den ich gemacht habe. Gut gekämpft. Ich werde nicht erleben, wie Valhard alle Völker vereint. Doch ich träumte davon. Das soll mir genügen. Ja, das Zeug mit alle Völker vereint und so, das kennt man ja. Level 19 für Novi. 2 auf KP, 1 auf Stärke, 1 auf Magie, 1 auf Fähigkeit, 1 auf Geschwindigkeit und 1 auf Resistenz. Und du hast in der Legion besiegt, ja? Ja, froh. Wir bekommen einen Stärkungsstab. Hurra! 24 Züge, Chrom und der Avatar, warum das denn? Warum die beiden? Na okay. Now. Steiger ist gefallen. Aber der Feind hat die Feste bereits umzingelt. Und mit Feind meinst du den Widerstand, richtig? Gewiss, Herr. Und Worte genügen nicht, um meine Schande auszudrücken. Endlich ist es mir gelungen, sie zu einen. Doch nur gegen uns. Sire. Ja, eine wichtige Mitteilung. Eine dringende Mitteilung. Valhard und Yen Fei haben unsere Ablenkungsstreifmacht dezimiert. Und schlimmer noch, viele Überlebende wechselten auf die Seite des Imperiums. How do you mean? Schande auch. Entsandten wir nicht hunderttausende von Soldaten? Wow, das ist ja eine Menge. Die Drohung des Imperiums, ich wollte sagen Empires, des Imperiums müssen sehr überzeugend gewesen sein. Oder seine Lanzen schärfer. Verdammt, wo halten sich die Armeen von Valhard und meinem Bruder derzeit auf? Yes, sir. Sie marschieren auf die Feste zu, meine Dame. Es ist nur eine Frage der Zeit. So viel Glück, dass man mit den Tapferen, was, das mit den Tapferen sein soll. Das sagst du, Basilio, Alter, Basilio. Dieser Krieg ist verloren, nur noch bevor er richtig begonnen hat. Jo. Und wir haben dem Imperium dieses Feiglings kaum einen Kratzer zugefügt. Er ist kein großer Feigling, wirklich. Chrom? Was gibt's? Wir müssen sofort verschwinden. Bist du des Wahnsinns fette Beute? Wir sind umzingelt. Alright.
Wenn die anderen Armeen eintreffen, sitzen wir sicher in der Falle. Falls wir zu fliehen beabsichtigen, sollten wir das auf der Stelle tun. Right. Er hat recht. Die Dynasten dort draußen hintergehen uns nur aus Angst um ihr eigenes Leben. Dieselbe Angst wird sie davon abhalten, unsere Flucht zu verhindern. Right. Verdammt nochmal. Wir können nicht ewig von dem Imperium davonlaufen. Wir brauchen einen Sieg. War das heute etwa kein Sieg? Yeah. Dann sollten wir gegen Valhard oder Yen Fei vorgehen, bevor sie ihre Kraft vereinen. Beides würde den sicheren Tod bedeuten. Der sichere Tod. Ein General wird über uns herabfallen. Was aber herfallen? Bevor wir die anderen erledigt haben. Bin so erschöpft. Well. Stimmt. Daher schlage ich vor, dass wir uns aufteilen. Okay. Unsere Armee liegt in Trümmern und du willst uns noch weiter aufteilen? No. Jedoch nicht in zwei gleiche Hälften. Krom kann unsere stärksten Krieger gegen Yen Fei in die Schlacht führen. Währenddessen wird eine kleinere Streitmacht Valhard angreifen. Ah. Hold on. Eine kleinere Streitmacht. Wir können ihn mit all unseren Leuten nicht besiegen. No. Wir versuchen nicht, ihn zu besiegen. Wir versuchen, ihn abzulenken. Ein paar Leute opfern, um Zeit für die anderen zu gewinnen. Really? Diese kleinere Streitmacht wird unsere bisher gefährlichste Mission ausführen. Wir brauchen für sie einen äußerst fähigen und absolut furchtlosen Anführer. Alright. Ach, Krom. Wenn sie weitermacht, wird mir das noch peinlich. Ich tue es ja schon freiwillig, aber bitte hör auf mit den Komplimenten, ja? Jetzt ist nicht die Zeit für Scherze, Basilio. Die Lage könnte kaum heikler sein. Alright. Ich meine es ernst, ich führe die Truppen an. Und den Feind an der Nase herum. Lass ihn. Schlechte Witze und Tapferkeit gehen bei ihm Hand in Hand. Der Ochse vertraut deinem Plan und ich ebenso. Das tun wir alle, denke ich. Du schaffst es irgendwie immer, uns aus jeder verfahrenen Lage zu manövrieren. Right. Also dann ist es entschieden. Ich bereite mich vor und verschwinde dann. Der Rest von euch bleibt hier. Und passt mir gut auf Krom auf, ne? Mach das, ja? Passt gut auf Krom auf, ja. Viel Erfolg, Basilio. Halt. Lucina, was tust du? I'll keep you safe. Ich kann nicht zulassen, dass du gehst, Khan Basilio. Ihr werdet in dieser Schlacht sterben. Ich kenne die Wahrheit. What? Was? Oh, great. Weißt du, Mädel, ich hatte wahrscheinlich auch schon gut ohne diese Auskunft leben können. Also gut, wer ist das? Wer will mich töten? Sterbe ich durch Valhards Hand? Bitte sag ja, ich würde es hassen, auf der Missgabel eines Bauerntrampels zu enden. Jetzt würde ich gerne ein Szenario sehen. Basilio wird von Donald getötet. Ha? Yes. Es war Valhard, der Legende nach. Wie kann es eine Legende sein? Das war sogar mal 20 Jahre her. Okay. Aus seiner Zeitlinie. Wir müssen unsere Pläne ändern, damit das Schicksal einen anderen Kurs einschlägt. Vielen Dank, Mädchen. Ich werde vorsichtiger sein. Ihr geht dennoch? Aber ich sagte euch doch gerade... Gewiss, das habe ich sehr wohl gehört. Aber irgendjemand wird seine Truppen am Vormarsch hindern müssen. Wenn er derjenige ist, der mich tötet, dann muss ich einfach verhindern, mich ihm zu stellen. Ich würde... nicht so alt und gut aussehen. Ich wurde nicht so alt und gut aussehend, ohne das ein oder andere zu lernen. Also. Nein, es ist nichts. Es ist niemals so einfach. Ich kann heute wirklich nicht sprechen. Es ist schlimm. Hier kommt Sonntag. Listen. Mach dir keine Sorgen, meine Liebe. Ihm wird nichts passieren. Ich werde ein Auge auf ihn haben. Und die beiden können keinen S-Support haben. Du kannst hier mitkommen, Vibe. Du bist eine amtierende Khan. Ich dachte, du hättest vor, das alles zu überleben, Ochse. Regner Ferox hat zwei Khans und jetzt bist du für uns beide verantwortlich. Also wage es ja nicht zu sterben. Hahaha. Also gut, alles klar. Du kannst mitkommen.
Ich hoffe, das ist in Ordnung, Crom. Yes. Passt einfach alle aufeinander auf. Leave it to me. Tja, ich werde diesem alten Fuchs notfalls an einer Leine hereinbringen, wenn das sein muss. Alright. Mögen die Götter mit euch allen sein. Wir werden uns bald wiedersehen. Bitte, ihr müsst. Hold on. Er sagt nichts mehr. Ich habe vor, euch Kinder alle zu überleben. Merkt ihr meine Worte. Und deine Zukunft kann mir mal den narbigen Buckel runterrutschen. Das war's. Endlich aus dem Kapitel raus. Halleluja. Hui. Formieren und zurückweichen. Sie dürfen uns nicht auseinandertreiben. Leichter gesagt als getan. Ihre Kavallerie zermalmt uns. Ha, ich hab dir doch gesagt, dass du nicht mitkommen sollst. Ha. War da gerade ein Zittern in deiner Stimme? Ist das die Angst in deinem Blick? Ha, niemals. Lassen wir diese Kesselköpfe ein wenig die barbarischen Wurzeln von Ferox spüren. Ha. Das ist der Ochse, den ich liebe. Ihr könnt keinen S-Rang haben, ihr seid scheiße. Was? Feindliche Soldaten da drüben? Sieh nur, unsere Soldaten fallen wie die Fliegen. Ist es eine Art Elite-Kavallerie? Nein, warte. Bei den Göttern ist es nur ein Mann. Ihr da. Seid ihr der Befehlshaber dieser Truppen? Ich mag sein Aussehen einfach, das ist krass. Ach du Heilige. Meine Worte. Was für ein Ungeheuer! Beeindruckend. Seit Yen Fei seid ihr der Erste, der einen meiner Angriffe überlebt. Das war zwei Angriffe, du Arsch. Ich kann es nicht tun. Ich kann ihn nicht aufhalten. Flavia, ihr anderen, lauft! Lauft um euer Leben! Ich lasse dich hier nicht zurück. Er ist ein Dämon-Vibe. Lass mich! Ihn aufhalten, während du flüchtest. Ja, verdammt. Sieht so aus, als hätte er als sie recht gehabt. I think not. Nein, hat sie nicht. Ich bin hier. Das heißt, dass die Zukunft geändert werden kann. Verdammt sollst du sein, Ochse. Wage es ja nicht aufzugeben. Now we're talking. I think not. Time to die, pal. Fake. Ich hab keine Crit-Chancen. Fake. Basilio. Ah, Lavia. Gib Crom das. Ist das der Edelstein? Right. Du musst übergeben. Gib ihn an Crom. Übergib ihm selbst, du fluchverseuchter Idiot. Ich gehe nirgendwo hin. Du bist eine Närrin. Ich bin entledigt. Lass es nicht umsonst gewesen sein. Lass diesen alten Kahn einen letzten Befehl herausbrüllen. Jetzt geh bei allem, was dir heilig ist. Geh! Damn. Nix gespawnt? Wirklich? Auch das ist doch kacke. Oh, Ellie aus dem Kapitel raus. Und im nächsten Kapitel gehen wir zum Dämonenschlot und der ist auch nicht gerade einfach. Ach, ich hasse Walm. Ich hasse Walm, das ist so widerlich hier. Nun gut, gehen wir kurz in die Kaserne noch, bevor ich den Part beende. Ein kleines Ding zwischen zwei Leuten, was absolut nichts einbringt. Yay. Ha, nur wir gehen mal raus, spielen. Nein! Wir sitzen vorm Rechner und nehmen gerade auf.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was haben wir denn alles? Lisa und Maribel, Lonzu und Taya und Cordelia. Taya und Lonzu, Miriam, Virior, Cordelia und Virior und Lonzu. Virior mit Fallen und Kalem. Ey, cool. Ach du meine Fresse, hier ist eine Menge zu tun. Oh Mann, das ist eine Menge. Mache ich beim nächsten Mal. Dann nehme ich mir einen extra Part für, weil das ist ein bisschen viel. Ja, endlich hier raus. Ich bin raus. Man hört sich demnächst. Aber ich es jetzt wirklich noch hinkriege, irgendwie das alles am Sonntag hochzuladen. Ich weiß ja nicht. Sind schon 16.30 Uhr und naja. Hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird, aber hätte es echt unterschätzt, das Kapitel. Hart unterschätzt. Hart unterschätzt. Was bin ich froh, dass ich durch bin. Holy shit. Und wäre mir Crom am Ende noch gestorben, ich hätte so einen Ausrasser bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Naja, ich bin raus. Man hört sich demnächst. Und, oh Gott, das ist eine lange Aufnahmezeit schon. Man hört sich demnächst. Bis dahin. Ciao, ciao. Oh, mein 3DS blinkt. Oh, oh.